Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Utes Unnützer Adventskalender. Ho, ho, ho. Happy Nikolaus, ihr Lieben. Heute gibt es mal ein paar nikoläusische Fakten. Und zwar beschenkt uns der Nikolaus schon seit 1555 und Schokonikoläuse gibt es schon seit 1820. Nikolaus soll schon als Baby so fromm gewesen sein, dass er an den Fastentagen nur einmal von der Brust seiner Mutter trinken wollte. Eine Legende besagt, dass ein Vater seine drei Töchter zur Prostitution zwingen wollte, weil er die Mitgift seiner Töchter nicht zahlen konnte. Also hat Nikolaus drei Nächte hintereinander jeweils drei Goldklumpen durch das Fenster der Mädchen geworfen und hat sie so vor ihrem Schicksal bewahrt. Aufgrund der vielen Legenden, die um den Nikolaus ranken, haben sich viele Gruppen den Nikolaus als Schutzpatron ausgewählt. Unter anderem Seefahrer, Rechtsanwälte, Apotheker, Metzger, Bäcker, Getreidehändler, Drescher, Pfandleiher, Juristen, Schneider, Fuhrleute. Aber der Nikolaus ist auch der Patron der Schüler und Studenten, der Pilger und Reisenden, der Liebenden, Gebärenden, der Alten, der Ministranten, aber auch der Diebe, der Gefängniswärter und der Prostituierten und Gefangenen. Wir feiern übrigens den 6. Dezember als Nikolaustag, weil der Nikolaus von Myra, der übrigens ein Bischof war, am 6. Dezember gestorben ist. Das waren jetzt viele nikolausige Fakten und ich wünsche, ihr hattet alle heute ein paar nette Kleinigkeiten in euren geputzten Stiefelchen. Und ich hoffe natürlich, dass auch wenn ihr nichts in euren Stiefeln hattet, ihr einen wunderschönen Tag habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Tschüss!